Hallo aus der Diktum-Kurswerkstatt in München. Ich heiße Peter Lanz und heute werden wir uns wieder um eine klassische europäische Holzverbindung kümmern, eine Schlitz- und Zapfenverbindung und diesmal mit Gehrung, einseitiger Gehrung und auf der Innenseite mit Falz. Besonders ist hier, dass eben der Grund des Schlitzes um das Falzmaß und die Falztiefe kürzer ausgestemmt werden muss und ebenso die Zapfenschulter kürzer abgesetzt wird. Als Werkzeug brauchen wir natürlich wieder Anreißwerkzeuge, Bleistift und Anreißmesser, diverse Streichmaße, Winkel, in dem Fall Kombiwinkel, weil es eben ganz praktisch ist, da auch kürzere Strecken auf die Winkligkeit zu überprüfen. Zum Aussägen der Schlitze werden wir die Ryoma Komane benutzen, zum Absetzen dann die Dozuki Universal und um den Falz auszuhobeln, den Veritas Falzhobel. Und zum Ausstemmen natürlich Stemmeisen und Hammer. Für etwaige Nachbesserungsarbeiten vielleicht auch den Zinshobel. Das Material wird Kiefer sein. Das ist auf 70 auf 24 ausgehobelt. 70 mm auf 24 mm ausgehobelt. Und der Rahmen soll 30 auf 40 cm groß werden. Das vorhandene Holz wird zuerst grob aufgeteilt. Die Einzelteile sollten ca. 5 mm länger sein als das Fertigmaß. Mit der Ryoma Komane werden die Teile grob abgelenkt. Worte zur Holzauswahl. Und zwar, man sieht es hier sehr schön, wir haben hier einmal liegende Jahresringe und einmal stehende Jahresringe. Und das Ganze resultiert dann in der Ansicht, dass bei den liegenden Jahresringen eben diese Flader zu sehen sind und bei den stehenden Jahresringen eine sehr schlichte Maserung entsteht. Gleichzeitig wirft sich dieses Holz deutlich stärker als bei den stehenden Jahresringen. Deswegen sollte man für den Rahmen zu den stehenden Jahresringen greifen. Wenn man aus irgendeinem Grund liegende Jahresringe einbauen muss, dann sollte man die für die beiden Querteile benutzen und nicht für die aufrechten Teile des Rahmens. Ja, sieht zum einen besser aus und das Werfen des Holzes hat auch nicht so einen starken Einfluss. Wenn feststeht, wie die Teile angeordnet sind, zeichnen wir sie mit dem Schreinerdreieck zusammen. Auf den Rahmeninnenkanten wird das Außenmaß des Rahmens abgemessen und über beide Teile gewinkelt. Wir haben hier mit den Querfriesen begonnen. Unter Zuhilfenahme der Längsfriese
wird der Innenriss, auch Lichtriss genannt, übertragen. Jetzt messen wir das Falzmaß ab. Vom Innenriss jeweils 10 mm nach außen. Dieser Riss heißt Falzriss. Die Längsfriese werden ebenso angerissen. Wir messen zuerst wieder das Außenmaß ab. Mit den Querfriesen übertragen wir das Innenmaß. Das Falzmaß wird abgemessen und der Falzriss angebracht. Dieser wird nicht über die ganze Fläche gezogen, sondern nur im mittleren Bereich der Fläche. Wir reißen nur da an, wo später auch gestemmt wird. Bei den Schlitzen also nur im mittleren Bereich. Die aufrechten Teile bekommen die Schlitze, die waagrechten die Zapfen. Weiter geht es mit den Zapfenteilen. Die Gehrungen werden am Innenriss beginnend angerissen. Die Zapfenschulter auf der Rahmeninnenseite beginnt am Falzriss. Die Zapfenschulter rückt also um die Falztiefe weiter nach außen. Der Riss für die Zapfenschulter auf der Außenkante geht nur bis ungefähr zur Hälfte der Fläche. Auch hier gilt, wo kein Riss ist, wird wahrscheinlich auch nicht fälschlicherweise gesägt. Jetzt kommen die Schlitzteile an die Reihe. Die Gehrungen werden wieder vom Innenriss beginnend angerissen. Der Grund des Schlitzes geht nur bis zum Falzriss, also wird dieser auf die Außenkante übertragen. Um unnötige Risse und somit Fehler zu vermeiden, werden die Hilfsrisse nicht über die ganzen Flächen gezogen, sondern nur kurze Striche gemacht. Auf der Rahmenaußenseite wird wieder nur im mittleren Bereich angerissen. Die Längsrisse für Schlitz und Zapfen werden mit Hilfe eines Streichmaßes angebracht. Dazu wird die Rahmendicke gedrittelt und die Dicke des Zapfens eventuell auf die nächstliegende Stemmeisenbreite aufgerundet. In unserem Fall sind das 24 mm durch 3, also 8 mm. Die Längsrisse gehen bei den Schlitzteilen vom Falzriss auf der Innenkante über das Stirnende hinweg bis zum Falzriss auf der Außenkante. Der Abfall wird deutlich gekennzeichnet. Beim Zapfenteil geht der Längsriss innen ebenfalls von Falzriss zu Falzriss. Auf der Außenseite geht der Längsriss nur über die Innenkante und das Stirnende und beginnt am Innenriss. Auf der Außenkante wird nicht angerissen. Der Abfall wird wieder deutlich markiert, um später auf der richtigen Seite des Risses zu sägen.
Jetzt reißen wir den Falz an. Mit einem zweiten Streichmaß wird die Falztiefe von 10 mm angerissen. Anschließend wird die Falztiefe kontrolliert. Mit dem Streichmaß für die Längsrisse von Schlitz und Zapfen reißen wir die Falzbreite an. Die anderen Ecken werden wie gezeigt ebenfalls angerissen. Nochmal zur Verdeutlichung. Bei den Zapfenteilen gehen die Risse auf der Seite mit den Dreiecken bis zum Innenriss und auf der Innenseite bis zum Falzriss. Bei den Schlitzteilen gehen die Risse innen und außen bis zum Falzriss. Um zu sehen, wo der Falz angehobelt wird, können wir diesen ebenfalls markieren. Überlegen wir kurz, in welcher Reihenfolge gesägt und der Falz ausgehobelt werden sollte. Wenn der Falz zuerst gehobelt wird, so müssen bei den Zapfenteilen die Längsschnitte ganz knapp in der Flanke des Falzes gemacht werden. Also fällt der Schnitt leichter, wenn der Falz noch nicht da ist. Die Reihenfolge ist also Längsschnitte bei Schlitz und Zapfen, Falze hobeln und dann erst Absetzen der Zapfen bzw. Stemmen der Schlitze. Beginnen wir beim Sägen mit den Schlitzteilen. Dazu spannen wir beide Schlitzteile aufrecht in die Hinterzange der Hobelbank. Wir benutzen im Video eine japanische Zugsäge. Das Nachfolgende gilt also nur, wenn man mit Japansägen arbeitet. Die Säge wird an der abgewandten Kante angesetzt. Wir schaffen eine Längsführung für die Säge, indem wir die Kerbe auf uns zu über das Hirnholz verlängern. Jetzt können wir uns voll und ganz auf den Riss auf der uns zugewandten Seite konzentrieren. Ohne die Längsführung zu verlieren, sägen wir am Riss nach unten bis zum Querriss. Sind alle Schnitte von dieser Seite gemacht, spannen wir die Teile um. Die Säge wird im Stirnholz in den vorhandenen Schnitt gesteckt und es wird wieder zuerst nur auf der zugewandten Seite nach unten gesägt. Am Querriss angekommen, lassen wir die Säge auch auf der abgewandten Seite nach unten kippen. Die Schnitte gehen innen wie außen bis zum Falzriss. Wir sägen die Längsschnitte an allen vier Enden der Längsfriese, wobei die Schnitte auf der gleichen Seite des Risses nacheinander ausgeführt werden sollten, um nicht ständig zwischen links und rechts vom Riss sägen wechseln zu müssen. Sägen wir nun die Zapfenteile. Der Schnitt auf der Gehungsseite, also außen, geht nur über das Stirnende und die Innenkante. Wenn genügend Überstand vorhanden ist, sprich der Grobschnitt lang genug war, kann die Säge trotzdem an der Außenkante angesetzt werden. Bei zu wenig Überstand muss an der Innenkante angesetzt werden. Hier haben wir genügend Material überstehen und können also das Werkstück so einspannen, dass die Innenkante des Rahmens zu uns zeigt. Und die Säge an der Außenkante ansetzen.
Wir müssen trotzdem aufpassen, nicht zu tief zu sägen. Wenn zu wenig Hirnholz übersteht, spannen wir das Holz andersherum ein, also mit der Außenkante zu uns, und setzen die Säge auf der Innenkante an. Auch hier wird zuerst eine Führung über das Stirnende gesägt. Das Werkstück wird umgedreht und es wird dann wieder auf der Innenkante nach unten gesägt. Dabei müssen wir aufpassen, die äußere Ecke nicht tiefer einzuschneiden. Auf der Innenseite wird der Zapfen wiederum auf beiden Kanten bis zum Falzriss eingesägt. Entsprechend werden auch die beiden anderen Enden eingesägt. Nach dem Sägen kann kontrolliert werden, ob alle Schnitte auf der richtigen Seite des Risses gemacht sind. Vor dem Absetzen der Zapfen sollten die Falze gehobelt werden. Dazu wird die Falztiefe von 10 mm mit einem Kombiwinkel oder dem Streichmaß für die Falztiefe auf den Tiefenanschlag des Falzhobels übertragen. Die Falzbreite wird direkt am Werkstück eingestellt, und zwar so, dass die Ecke des Hobeleisens direkt auf den Riss trifft. Beim Hobeln des Falzes darauf achten, dass der Hobel nicht seitlich kippt. Das geht am besten, wenn man den Hobel mit der linken Hand nicht am vorderen Knauf anfasst, sondern mit dem sogenannten Pinzettengriff führt. Die rechte Hand schiebt nur. Man sieht, wäre der Zapfen schon abgesetzt, dann hätte der Längsanschlag des Hobels im Zapfenbereich keine Führung mehr. Außerdem würde auch der Tiefenanschlag im Zapfenbereich ins Leere laufen. Zwischendrin sollte immer wieder kontrolliert werden, ob die gehobelten Flächen noch im Winkel sind. Auf diese Weise wird an allen Teilen der Falz angehobelt. Man kann auch kurz bevor ein Falz fertig gehobelt ist, kontrollieren, wie weit man noch vom Riss entfernt ist. Wurde zum Anreißen ein Streichmaß mit Klinge verwendet, so kann man beim Hobeln von oben erkennen, wenn der Riss an der Kante auftaucht. Wenn alle Falze gehobelt sind, wird geprüft, ob alle Falze an der richtigen Stelle sind. Ja, alles richtig gemacht. Da der Falzriss auf den Innenkanten weggehobelt wurde und wir diesen zum Stemmen bzw. Absetzen brauchen, muss dieser wieder von außen übertragen werden.
Wir beginnen beim Ausstemmen der Schlitze auf der Außenseite. Dazu wird zuerst 1 bis 2 mm vom Riss entfernt, ca. 5 mm tief eingestemmt. Dann wird exakt am Riss nachgestemmt. Dabei auf Rechtwinkligkeit des Stemmeisens achten. Ab hier kann das Stemmeisen leicht nach außen gekippt werden, sodass der Schlitzgrund leicht hinterstemmt wird. Wir stemmen ungefähr bis zur Hälfte der Rahmenbreite ein. Dabei sollten wir am äußeren Ende ca. 1 cm breit stehen lassen, damit der Abfall, wenn wir von der Innenseite her stemmen, nicht federn und abbrechen kann. Das Werkstück wird umgedreht und von der Innenseite der Schlitz vollends ausgestemmt. Dabei die ersten 5 mm wieder rechtwinklig einstemmen, dann kann hinterstemmt werden. Wir müssen auf der zweiten Seite am äußeren Ende nichts stehen lassen. Der Abfall kann gleich ganz abgenommen werden. Jetzt muss der Schlitzgrund noch sauber ausgeputzt werden. Beim Nacharbeiten sollte man immer von den beiden Außenseiten zur Mitte hin arbeiten. Mit der Spiegelseite des Stemmeisens lassen sich die Flächen auf Planheit kontrollieren. Diese Flächen werden gegebenenfalls nachgearbeitet. Die restlichen drei Schlitze stemmen wir genauso aus und putzen diese nach. Als nächstes werden die Zapfen und die Gehrungen abgesetzt. Dazu wird die Säge wieder an der abgewandten Kante angesetzt und über die oben liegende Fläche ca. 1 mm tief eingesägt. Dann kippen wir die Säge leicht nach außen und hinterschneiden die Gehrung. Dadurch werden die Fugen außen dicht.
auch hier die Ecken gleich sauber nachputzen. Mit dem Stemmeisen können die Flächen wieder auf Geradheit überprüft werden. Die Werkstücke nach Möglichkeit immer so einspannen, dass mit der Faser geschnitten werden kann. Dadurch wird die Schnittkante sauberer. Die Zapfenschultern auf der Rahmeninnenseite werden ebenso abgesetzt. Mit dem Stemmeisen können wir wieder die Planheit der Zapfenfläche kontrollieren und gegebenenfalls nacharbeiten. Hier wird jetzt eine andere Methode gezeigt, die Gehrung zu schneiden. Dabei wird der Gehrungsriss zuerst mit einem Anreißmesser nachgezogen. Nachdem das Werkstück festgespannt ist, wird mit einem breiten Stemmeisen eine Rampe freigestochen, damit die Säge beim Ansetzen eine Führung hat. Da die Kante schon vorgeschnitten ist, kann hier auch gegen die Faser gesägt werden. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die Gehrung zu sägen, wie hier mit einer Gehrungslade. Kommen wir nun zum Zusammenpassen der Verbindungen. Es wird zuerst ermittelt, an welchem Teil, dem Schlitz oder dem Zapfen, nachgearbeitet werden muss. Dabei werden die Flächen natürlich erst einmal bis zum Riss nachgearbeitet. Mit dem Stemmeisen werden die nachgestochenen Flächen wieder auf Geradheit überprüft. Beim Zapfenteil können die Flächen auch mit einem Simshobel nachgearbeitet werden. Aber man sollte wie immer von der Außenkante zur Mitte hin arbeiten, weil sonst die Kanten ausbrechen können. Natürlich auch darauf achten, dass nur bis zum Riss gehobelt wird. Sind die Fugen an der Gehrung bzw. an der Zapfenschulter nicht ganz dicht, so kann die Fuge mit der Feinsäge nachgesägt werden. Ganz wichtig, die Teile müssen winklig ausgerichtet werden.
Ist die zusammengesteckte Ecke festgespannt, werden die Fugen auf beiden Seiten nachgesägt. Eventuell müssen die Ecken nachgeputzt werden. Beide Fugen sind nun dicht und die Rahmenecke im Winkel. In gleicher Weise werden die anderen Ecken zusammengepasst. Dann wäre der Rahmen jetzt fertig zum Verleimen. Beim Verleimen ist zu beachten, dass die Leimflächen eben diese Längsflächen sind, nicht die Hirnflächen. Wollte man jetzt alle Flächen mit Leim benetzen, würde das sehr lang dauern. Es könnte dann eben sein, dass der Leim schon trocken eintrocknet, bevor man alle Flächen benetzt hat. Beziehungsweise man müsste so dick Leim drauf tun, dass er dann überall rauskommt. Deswegen ist meine bevorzugte Methode, ich überlege mir, ob ich so diese Verbindung zusammenfahre oder so und gebe dann eben nur an den jeweiligen Rändern eine relativ dicke Leimschnur an, die sich dann beim Zusammenschieben überschiebt. Dann muss natürlich beim Verleimen der Rahmen auf Winkligkeit überprüft werden, entweder im lichten Maß oder eben über Eck, wenn beide Diagonalen gleich lang sind, ist der Rahmen im Winkel, ja, man setzt zwingend hier und hier und da an und wenn alles im Winkel ist und passt, kann man mit diesen Abschnitten von den Zapfen als Zulagen die Ecken mit Zwingen versehen und kann dann die anderen Zwingenpaare wieder wegnehmen. Und am Schluss werden dann noch die überstehenden Zapfen verputzt und dann ist der Rahmen fertig.